Tag, Mama. Guten Tag, Frau Flöte. Dein Sohn Carsten hat herausgefunden, dass er homosexuell ist. Also was jetzt? Willst du denn nicht mehr Arzt werden? Doch. Was soll mich denn plötzlich daran hindern? Für den Freund, du kannst doch gar nicht Arzt werden. Ach, das ist doch Quatsch. Betrachte mich als vorübergehende Emanzipationshilfe. Ich bin weniger denn je in der Lage, über dieses Thema zu reden. Ich weiß genug. Ein für alle Mal ausräuchern sollte man diesen Saustall, Sie! Ich habe mein Fest rechtzeitig im ganzen Haus angekündigt. Was wird hier eigentlich gefeiert? Perverse Orgien? Robert möchte weg von Köln und sucht hier in München den Job als freier Journalist. Ich hab dich nicht betrogen! Verstehst du nicht, dass deine scheiß Eifersucht sich immer gegen dich selber richtet? Was ist eigentlich mit Gerd? Der wird schon wiederkommen. Wer war's? Ich genieße jede Minute mit dir allein. Warum, wer vergisst du heute Abend? Mal ein kleines Essen für uns beide. Der lässt sich von dir bedienen und bekochen und macht selber keinen Handschlag. Ich dachte, du willst ausziehen. Aber ja, aber ich muss wohl erst eine neue Wohnung finden. Wenn du gehen willst, dann geh gleich. Er interessiert mich immer noch, ja. Aber sonst? Lass uns ein neues Kapitel beginnen. Jetzt wird man noch mal weg. Ja, es tut mir leid, aber das dauert nicht lange. Bekloppt oder wie? Was ist das Zeug? Sag's mir! Du hast doch immer was gehabt, du fieses Schwein! Das hat er sich doch nicht alles aus den Fingern gesogen. Dass du sein Dealer warst. Du bist wirklich ein Schwein. Ach ja. Ist doch genau das, was du immer an mir geliebt hast. Immerhin sind wir schon mal auf denselben Mann reingefallen. Du meinst Robert? Er ist so ein Schwein. Bei mir hat er ein richtiges Beziehungstrauma hinterlassen. Hast du denn keine Angst vor AIDS? Ich habe schon so oft überlegt, ob ich einen HIV-Test machen soll. Darf ich dir meinen alten Schulfreund Theo vorstellen? Warum sollte ausgerechnet der sich für mich interessieren? Machst du das bitte auf? Ich habe so gehofft, dass du die gleiche Sehnsucht hast wie ich. Du heiratest ja hoffentlich nur zweimal. Wieso nur zweimal? Naja, erst Theo und dann vielleicht mich. Das ist der Niedergang! Dämonische Anormalität! Unsittliche Perverse! Diese Hochzeit heute Abend soll uns allen neuen Mut machen, für unsere Rechte auf die Straße zu gehen. Wir wollen keine Revolution, nichts Unanständiges, nichts Gewalttätiges, nichts gegen irgendjemanden. Wir wollen nur eins: gleiches Recht für alle. Soll ich dir jetzt ewige Treue schwören? Also, wenn die mich wirklich nehmen sollten, das ist ganz schön staunen. Eine ziemlich tolle Gegend drumherum. Soll man gar nicht meinen, was da alles los ist in den neuen Bundesländern. Sie wollen mich, Carsten. Die sind ganz scharf auf mich. Zum nächsten Ersten kann ich anfangen. Wir machen aus jedem Wochenende ein rauschendes Fest, okay? Ich freue mich riesig, dass du da bist. So habe ich mir unser gemeinsames Wochenende nicht vorgestellt. Und so geht's auch nicht weiter. Ich habe einen Partner, der nie da ist, wenn ich ihn brauche. Und ich habe einen Beruf, der mich 12 Stunden am Tag auslaugt. Sebastian hast du ja schon kennengelernt. Toll! Das ist ja wohl die hinterhältigste Art, sich aus der Fähre zu ziehen, die ich je erlebt habe. Liebst du mich? Vielleicht. Ich wollte dir eigentlich sagen, dass du ein prima Vater wärst. Ich lebe mit einem Mann zusammen. Richtig. Und da wird es Sie sicher nicht überraschen, wenn ich Ihnen kurz und bündig und ehrlich sage, dass Sie als schwules Paar keine Chance bei mir, das heißt natürlich bei unserer Amtsstelle hier haben. Nehmen Sie ein AIDS-krankes Kind und schon haben Sie gewonnen. Würdest du denn wirklich die Kraft haben, ein AIDS-krankes Kind zu adoptieren? Was würden Sie davon halten, wenn Felix zu uns kommen würde? Wenn wir ihn aufnehmen würden? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir würden ihn behandeln wie unseren eigenen Sohn. Egal, was passiert. Wie siehst du denn aus? Was ist passiert? Die haben gesagt, ich bin schwul. Wer hat das gesagt? Die haben gesagt, ich bin schwul, weil ihr schwul seid. Und dass ihr mich fickt. Der Dinge hat alles ausgeplaudert und jetzt wollen Sie Felix von der Schule werfen, weil irgendwelche Eltern durchdrehen. Aufklärung ist einfach immer noch das beste Mittel gegen Hysterie. Aber das hier ist eine Schule und keine AIDS-Station. Für den Antrag auf einen Schulverweis haben gestimmt 5 Anwesende, dagegen 17. Diese ganzen Schwulen und Infizierten, alle in ein Viertel sperren, eine Mauer drum, das ist meine Meinung. Von wem kommt denn das AIDS überhaupt? Von Ihnen und der ganzen schwulen Bagage? Wahrscheinlich habt ihr den Buben erst angesteckt mit euren perversen Praktiken. Ich glaube erst an Veränderung, wenn diese unsere Republik einen schwulen Kandidaten ins Rennen schickt. Weil Schwule die besseren Männer sind?
Und der Lebensgefährte macht dann im leichten Sommeranzug das Damenprogramm? So repräsentiert man doch keinen Staat. Oh, ihre selbstgefällige, heterosexuelle Art ist wirklich schwer zu ertragen. Man könnte schon fast sagen, dass es... Was? Na los, sagen Sie schon. Reaktionär? Faschistoid? Ihr habt einen Sohn und dreimal dürft ihr raten wen. Dich! Wollen Sie, Herr Carsten Flöter, Herrn Georg Eschweiler, als Ihren Lebensgefährten lieben und die Treue halten, so sagen Sie bitte ja. Und tschüss!